Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. An meiner Seite Herr Horn aus der Stadtvertretung. Er ist Mitglied der Fraktion der Unabhängigen und gleichzeitig Fraktionsvorsitzender. Herr Horn, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, wir beschäftigen uns ja gerade jetzt im Sommer mit dem Thema Stadtpolitik, auch wenn man von einem berühmten Sommerloch spricht. Empfinden Sie es auch so, dass politisch nichts los ist? Es ist ruhig zurzeit, ja. Okay, aber es gibt genug Themen, die ja unterschwellig auch für die nächste Legislaturperiode behandelt werden. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch für die Wiederwahl und natürlich auch für Ihren Status als Fraktion. Konnten Sie den ausbauen, weiterentwickeln oder geht es weiter wie bisher? Also wir haben bei der Wahl dazu gewonnen, ungefähr 1000 Stimmen und sind mit 11,2% nach wie vor in Fraktionsstärke in der Stadtvertretung, sind die viertstärkste Kraft, stärker als die Grünen und die FDP, und insoweit freuen wir uns über ein sehr gutes Wahlergebnis, das uns die Schwerinerinnen und Schweriner da beschert haben, und bedanken uns auch an dieser Stelle mal ganz herzlich dafür. Welche Botschaften bringen Sie mit, sozusagen mit Ihrer Fraktion, die dieses Wahlergebnis möglich gemacht haben? Oder was glauben Sie auch, warum der Schweriner das dann letztendlich auch sich dafür bedankt hat, indem er Sie gewählt hat? Wir sind seit 10 Jahren in der Stadtvertretung aktiv und machen eine Politik jenseits von Parteiinteressen. Das ist unser Credo. Wir sind eine Wählergemeinschaft, alles parteilose Mitglieder, und sehen unseren Schwerpunkt darin, sachorientierte, bürgerorientierte Politik jenseits von Klientelinteressen zu machen. Wir haben in der vergangenen Wahlperiode und auch davor schon Themen angeschnitten, die offensichtlich den Schwerinerinnen und Schwerinern das Gefühl gegeben haben, dass wir uns für ihre Interessen einsetzen. Und das ist honoriert worden. Wir haben also erneut das Mandat bekommen, in der Stadtvertretung in dieser Angelegenheit fortzusetzen. Darüber freuen wir uns sehr. Und ich glaube auch, dass es eine breite Schicht in der Bevölkerung gibt, die sich nicht mehr von den Parteien so vertreten fühlt. Wir haben ja auch mit einer relativ niedrigen Wahlbeteiligung zu kämpfen. Und alle diejenigen, die sich nicht bei Parteien aufgehoben fühlen, die natürlich ihre Berechtigung haben, die können bei uns eine Alternative finden und haben davon auch zahlreich Gebrauch gemacht. Ja, vielen Dank für diesen Nachwahlkampf sozusagen. Auf der anderen Seite sind Sie natürlich auch gerade jetzt in der Situation von Schwerin verpflichtet, ja, mit den anderen Fraktionen auch zusammenzuarbeiten. Genau. Und das funktioniert ja auch im Großen oder Ganzen. Oder wie würden Sie es beurteilen? Das funktioniert sehr gut. Also wir haben eine sehr kollegiale Zusammenarbeit. Die Fraktionsvorsitzenden beispielsweise telefonieren annähernd jede Woche miteinander. Wir stimmen uns in vielen Sachfragen ab, bringen gemeinsame Anträge ein. Bei allen Unterschieden treibt uns alle aber doch gemeinsam an, dass wir Schwerin nach vorne bringen. Da ist auch viel erreicht, trotz aller Baustellen, die wir noch haben und aller Unterschiede in der politischen Auffassung. Eint uns aber trotzdem immer wieder dieses gemeinsame Ziel. Und das Gemeinwohl zu stärken, das ist Aufgabe aller Fraktionen, aller Parteien. Und in diesem Sinne haben wir in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet, und das setzen wir auch in dieser Wahlperiode fort. Im Übrigen auch, das sage ich an dieser Stelle, auch wenn wir die Oberbürgermeisterin kritisieren, auch mit der Oberbürgermeisterin wollen wir gut zusammenarbeiten und tun das auch. Also gibt es auch regelmäßige Abstimmungsrunden zwischen den Fraktionsvorsitzenden und der Oberbürgermeisterin. Aber momentan hat man ja eher den Eindruck, dass das Gemeinwohl in Schwerin geschwächt wird, auch durch die Politik. Letztendlich geht es ja auch darum, dass jetzt hier weiter gespart werden soll, radikal gespart werden soll. Und das führt ja, man konnte es in der Presse ja auch verfolgen, ja zu Einschnitten, die dann sozusagen die Lebensqualität hier in Schwerin maßgeblich beeinträchtigen würden. Wie stellt sich da Ihre Fraktion auf? Also die Haushaltssituation der Stadt ist nach wie vor sehr angespannt. Wir haben eine Verschuldung von 200 Millionen Euro und wir haben ein jährliches Defizit, strukturell nennt man das, von ungefähr 20 Millionen Euro. Das heißt, jedes Jahr fehlen uns 20 Millionen Euro, um unsere Aufgaben zu erfüllen, sowohl die Pflichtigen als auch die Freiwilligen. Und die Situation ist uns sehr wohl bewusst. Es gab eine starke Allianz der verschiedenen Fraktionen, mit Ausnahme der Linken, die einen Konsolidierungsbeschluss gefasst haben, nämlich dass wir von uns heraus ein Einsparvolumen von 10 Millionen Euro im Haushaltsplan verankern. Das haben wir getan. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch des sogenannten beratenden Beauftragten, der vom Innenminister der Stadt geschickt worden ist, der in der Tat den sozialen Frieden in der Stadt so ein bisschen in Gefahr bringt, weil da sind Vorschläge enthalten, die das Leben nahezu zum Erliegen bringen, die viele Aufgaben in Frage stellen und wegfallen lassen, wo sich dann schon die Frage stellt, welches Leben existiert eigentlich noch in einer Landeshauptstadt. Und das ist im Moment ein Diskussionsprozess, da sind wir noch nicht zum Abschluss gekommen. Meine Fraktion sagt, für uns gibt es keine Denkverbote,
Wir haben keine Tabus, was das anbelangt. Wir prüfen die Vorschläge. Aber es gibt so einige Dinge, da sagen wir, es ist widersinnig, die Grundsteuer B noch weiter zu erhöhen. Sie ist bereits am oberen Level angekommen. Das wollen und können wir den Bürgern nicht weiter zumuten. Also die Botschaft, die ich Ihnen gerne verkünden möchte, ist, wir tragen den Konsolidierungskurs grundsätzlich mit. Wir schauen uns die Vorschläge im Einzelnen an. Der Prozess ist ja noch nicht zu Ende. Aber es gibt einige Dinge, die machen für uns keinen Sinn. Und da nenne ich nochmal das Beispiel Grundsteuer, die ja jeder zahlen muss, ob Eigentümer oder Mieter. Da sind wir in den letzten Jahren schon an die obere Grenze rangegangen und das wollen wir nicht weiter erhöhen. Das wird ein Beispiel sein, wo der beauftragte Berater oder der beratende Beauftragte, je nachdem, auch mit Vorschlägen machen wird, aber auch sozusagen Gewerbesteuer. Und da gibt es ja vielleicht doch noch Spielraum, oder wie sehen Sie das? Gewerbesteuern haben wir in den letzten Jahren in Schwerin nicht erhöht, weil uns das Thema Schaffung von Arbeitsplätzen fraktionsübergreifend ein wichtiger Ansatz war. Und es ist eine schwierige Diskussion. Einerseits entscheiden Unternehmer nach harten Standortfaktoren, wie beispielsweise, habe ich genügend Arbeitskräfte, die meine Dienstleistung hier erfüllen können, aber auch weiche Standortfaktoren wie Kunst- und Kulturangebote sind von Bedeutung. Und die Gewerbesteuer, da wird immer gesagt, wenn die Gewerbesteuer zu hoch ist, kommen die Ansiedlungen nicht. Deswegen haben wir in den letzten Jahren auch da einen Konsens gehabt, diese nicht zu erhöhen. Im Moment gibt es den Vorschlag auch vom beratenden Beauftragten, diese Gewerbesteuer anzuheben. Das muss man sich im Einzelfall ansehen, wobei hierbei wichtig ist, in Schwerin wird das Gewerbesteueraufkommen von 20% der Unternehmen erbracht. Ja, also der Hauptteil der Schweriner Unternehmen zahlt wenig Steuern, Gewerbesteuern bzw. Geringer. Ja, nun haben wir das Belasso auch in Schwerin. Mhm. Belasso hat ja auch eine lange Geschichte und so weiter und so fort. Es wurden ja schon verschiedene Versuche auch gemacht, das Belasso zu privatisieren. Keiner hat so richtig funktioniert. Mhm. Jetzt wird auch das wieder mit auf die Sparvorschläge dieses Beauftragten kommen. Was sagen Sie zum Belasso? Wie ist da Ihre Auffassung? Sie haben es angesprochen. Es ist eine schwierige Vergangenheit. Da gibt es hohe Belastungen, die auf dem Unternehmen, auf der Rota, den Stadtwerken, Lasten, wenn ich das richtig weiß, hat es aber mittlerweile eine Entschuldung gegeben. Fakt ist eins, natürlich kann man sagen, das muss privatisiert werden, aber auch da sind Menschen in Arbeit, auch da wird eine Dienstleistung erbracht. Man muss schauen, gibt es jemanden, der bereit ist, dieses Unternehmen zu übernehmen. Und dieser Gesundheit- und Fitnessmarkt ist hart umkämpft. Wir haben verschiedene Neuansiedlungen, deswegen gibt es auch eine schwierige Situation für das Belasso. Mein letzter Kenntnisstand ist, man versucht jetzt, nachdem es eine Entschuldung gegeben hat, im operativen Ergebnis eine schwarze Null hinzubekommen. Dann hätte ich persönlich kein Problem damit, wenn die Stadtwerke weiterhin den Freizeitpark betreiben. Allerdings darf es nicht zulasten der privaten Wirtschaft gehen. Also da haben wir auch für uns in der Fraktion eine klare Auffassung. Städtische Angebote sollten eigentlich nie in unmittelbarer Konkurrenz zu privaten Angeboten stehen, sodass diese unmöglich werden. Ein Nebeneinander ist möglich, aber nicht, dass beispielsweise in Rostock die Viro Ferienwohnungen anbietet. Das halten wir für einen Weg, der nicht gangbar ist, und ähnlich sehen wir es mal in Belasso. Aber wie gesagt, Ziel muss es sein, dass dort eine schwarze Null geschrieben wird, denn Zuschüsse der Mutter, der Stadtwerke, würden wir alle indirekt über den Strompreis mitfinanzieren. Ja, in anderen Städten hat man ja auch sozusagen vorgeschlagen, zum Beispiel Wohnungen zu verkaufen, also auch Wohnungsunternehmen zu verkaufen. In Schwerin durfte man das nicht mehr denken. Kann man das so sagen? Denken konnte man das schon. Wir haben das vor vielen Jahren hier in der Stadt mal diskutiert. Und in der Tat ist am Ende der Entschluss gefasst worden, kommunales Wohnungseigentum nicht zu veräußern. Für unsere Fraktion gibt es da keine Denkverbote. Es ist ja ähnlich wie mit den Kliniken. Die Kliniken und auch die kommunale Wohnungsgesellschaft, jedenfalls damals, waren in der Situation, dass das Eigenkapital nicht ausreichte, um die Investitionsverpflichtungen zu realisieren. Beim Klinikum ist man mit Bedenken aber immerhin diesen Weg gegangen, es zu veräußern. Beim kommunalen Wohnungsbestand hat man das nicht getan, mit Blick darauf, dass Wohnen ein wichtiges Grundrecht ist und dass man nicht in private Hände geben wollte. Ich persönlich hätte kein Problem damit, einen Teilbestand der WGS zu veräußern. Damit kann man trotzdem noch sozialen Wohnungsbau in der Stadt ermöglichen und auch mietgünstiges Wohnen, wobei auch die WGS am Markt operiert und nicht die Stadtvertretung die Höhe der Mieten festlegt, sondern das ist ein Unternehmen, das wie jedes andere nach wirtschaftlichen Gegebenheiten die Mieten kalkuliert. Und also Denkverbote gibt es für uns nicht. Es muss alles Sinn machen. Und es muss für das Gemeinwohl am Ende zu Effekten führen. Also alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind,
und dabei auch noch einen wertvollen Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes leisten, die können wir mittragen. Aber solche Feinheiten müssen wir im Detail nochmal besprechen und die Zahlen uns ansehen. Merkwürdigerweise ist es so, dass dieser Vorschlag vom beratenden Beauftragten gar nicht unterbreitet worden ist. Das wundert mich, weil Wirtschaftsprüfer sind ja in der Regel schnell mit solchen Vorschlägen. Dieser Vorschlag ist aber gar nicht gekommen und in der Tat wird im Moment darüber hier gar nicht gesprochen. Gut, okay, wir haben noch andere Fragen, die Schwerin betreffen. Was sagen Sie zum Beispiel zum Leninlied? Der war gerade wieder in Diskussion, der wurde ja verhüllt, ihm hat man seine Maske aufgesetzt. Was sagen Sie zu Lenin? Sollte Lenin bleiben oder sollte man Lenin vielleicht noch mehr vermarkten als Standortfaktor? Und ich habe ja heute in der Zeitung gelesen, er ist der einzige Lenin, den in einer deutschen Stadt überhaupt noch. Also kann ich nur meine persönliche Meinung sagen. Der Lenin kann von mir aus stehen bleiben. Viele Schweriner betrachten diese Diskussion als überflüssig. Wenngleich ich sagen muss, ich kann natürlich die Auseinandersetzung, die historische nachvollziehen, aber ich glaube, vielen Schwerinern ist es relativ egal, ob Lenin dort auf dem großen Dreh steht oder nicht. Und der Metallwert wäre marginal? Das kann man nicht gegeneinander aufrechnen, nein. Okay, dann natürlich nochmal zu Ihren privaten Interessen natürlich auch. Sie sind sehr im Sport engagiert. Das stimmt. Bringen das auch letztendlich mit in Ihre Arbeit als Stadtvertreter mit ein. Mhm. Da haben wir in Schwerin in den letzten Jahren ja auch nicht immer nur Erfolg gehabt. Wie sieht es da aus? Der Handball ist gerade wieder im Aufbau begriffen. Wie wird der Handball auch von Ihnen unterstützt? Also ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass der Hallenboden in der Kästnerhalle saniert wird. Der SV Post oder heute Mecklenburger HC hat eine schwierige Situation hinter sich mit der Insolvenz und dem Pflichtabstieg. Ich unterstütze alle Bemühungen, den Handballsport in Schwerin zu erhalten. Der hat eine lange Tradition. Ich habe lange Jahre selbst Handball gespielt und hänge an diesem Sport auch und gehe auch, wenn es mir möglich ist, zu den Heimspielen hin. Deswegen unterstütze ich diese Aktion sehr. Ich freue mich aber auch über die Erfolge, die wir im Volleyball haben. Ich bin regelmäßig zu Gast bei den Heimspielen. Beim Fußball, der FC Mecklenburg nimmt eine beeindruckende Entwicklung im Moment. Ich war selber mehrere Jahre im Vorstand des Vorgängervereins des FC Eintracht Schwerin und ich weiß, wie schwierig das ist in dem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, wo es wenige Menschen gibt, die bereit sind, Sport zu finanzieren, zu sponsoren, dass da so viel im Moment an Aufbaustimmung da ist. Der Sportpark Lankow wächst, die Mannschaft feiert Erfolge, sie hat sich jetzt den Oberliga-Aufstieg auf die Fahnen geschrieben. Ich finde es bemerkenswert und unterstütze das auch. Ja, und vielen Dank für das Interview an dieser Stelle erstmal und Gerne. Wir sehen uns wieder im Verlauf des Jahres. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche auf TV Schwerin. Vielen Dank.